Gehen wir rein in Influencer-Werben für meinen Esoterik-Shop. Yeah! Hallo, da bin ich wieder. Hallo! Letztes Mal sind wir ja schon in die Welt der Esoterik und der Magie abgetaucht und haben gemerkt, dass da sehr viel gemauschelt wird, dass Esoterik nicht so gemauschelt, Digga, so ganz das Gelbe vom Ei ist, aber da eine Menge Kohle zu holen ist. Mittag! Wenn man Fake-Produkte verkaufen will und damit eine Menge Kohle machen möchte, dann braucht man Influencer, die dafür werben. Und auch dieses Mal habe ich Vanessa Mariposa angefragt. Die hat ja schon... Die hat's gerafft, Digga. Ich war wirklich erstaunt. Aber oh gottlos cringe. Zweimal gelogen gehabt. Und der wesentliche Bestandteil dieser Anfrage nicht eingegangen und ist ehrlich geblieben. Und mit dem Code, MarvinFake10. Bruder, jetzt kann ich mir mal, das war so unangenehm. Also, es ist gut, dass ich es gerafft habe. Aber Bruder, das war so gottlos unangenehm. Stories in die Öffentlichkeit getragen und dann habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich gescheitert. Alle Welt hat es mitbekommen. Aber scheinbar hat sie einige Bots auf ihrem Kanal, denn irgendwie hat es gar keinen gejuckt. Und deswegen sind auch noch zwei weitere Influencer drauf reingefallen. Herzlich willkommen bei Art Attack. Es ist an der Zeit, mein erstes Paket rauszuschicken. Und dafür braucht man nichts anderes als einen cleanen weißen Karton, ein bisschen Füllmaterial, damit es hübsch aussieht. Das sieht nicht hübsch, das sieht zu hässlich aus. Das ist Seidenpapier in Gold. Unsere tollen Wundersteine, die kommen noch in so einen schönen Samtbeutel. Noch zwei Giveaway-Sachen dazu. Und eine Karte, auf der sogar steht, Marvin war hier. Ja, okay, gut, darauf achtet kein Mensch. Marvin. Ah. Könnte man drauf kommen, ich lege sie einfach mal mit rein. Jetzt fehlt nur noch eine Prise Magie. Und schon kann das Paket... Oh, das sieht so trash, oh mein Gott, das sieht so trash. Kindergeburtstag, 4. Klasse aus. Ab zur Post. Wirklich, das war's. Aber nochmal allen Ernstes. Ich persönlich finde ja, jeder soll an das glauben, was er oder sie möchte. Aber wenn auf der anderen Seite Menschen stehen, die sich an der Verzweiflung oder dem Aberglauben anderer Menschen bereichern, und das passiert nun mal mit solch einem Paket... Das passiert aber auch mit der katholischen Kirche, mit dem Islam, mit dem Judentum, es passiert mit allen Religionen. Zwar nicht die meisten, aber es gibt auch, wenn man jetzt gerade bei meinem Christentum, wenn man in die USA guckt, dieses Mega-Church-Ding, das passiert da auch massiv. Da sind Steine drin, die ein paar Cent kosten. Und jetzt gibt es Influencer, die einfach behaupten, dass diese Steine Depressionen oder Krebs heilen können. Auf süß. Dann finde ich, wird es ganz, ganz schwierig. Ich bin mal gespannt, ob unser erster Kandidat seinen Test besteht. Einige sagen ja immer, dass ich meinen Influencer-Freunden nie die faire Chance geben würde, mich zu erkennen und darauf zu kommen, dass ich sie veräpple. Aber ich sage mal so, ich habe einige Easter Eggs versteckt. Easter Egg Nummer 1 in jedem einzelnen Produkt. Aber Bruder, also das fällt ja, also guck mal, das die Kammern fällt vielleicht nicht auf. Denk mal, ja, okay, gut, da hat jetzt keiner mit der Grund. Easter Egg Nummer 2 in dem Brief, was alle Influencer in der ersten Mail bekommen haben, war ein Foto von mir als Frau versteckt. Easter Egg Nummer 3. Die Namen aller Absender haben auf irgendeiner Sprache Falle oder Reihen. Ja gut, darauf kommt kein Mensch, darauf kommt keiner. Ergeben. Easter Egg Nummer 4. In jedem Paket war eine Grußkarte drin, wo sogar drauf stand, Marvin war hier. Das kann ich mir so vorstellen. Easter Egg Nummer 5. In jeder E-Mail gab es unten einen geskripteten Verlauf, wo Folgendes drin stand. Unter uns, so richtig glauben wir da auch nicht dran, aber die Leute kaufen es wie verrückt. Da wir unsere Produkte auch direkt aus China importieren, können wir auch eine enorme Marge von bis zu 900% erzielen. Natürlich auch interessant für eure Umsatzbeteiligung. Was zur Hölle? Also zusammengefasst. Gute Welt, wer dann, das ist ja noch gottloser. Wenn, also, das weiß jeder. Aber wenn es da schwarz-weiß nochmal steht. Ein geldgeiler, gewissensloser Influencer, wer dafür wirbt. Magie, spirituelles Wachstum, Manifestation und echte Heilsteine. Wenn du neu bist, musst du erstmal mit deiner eigenen Energie umgehen können. Beziehungsweise du musst dich mit deinen Chakren was zur Hölle beschäftigen. Ami Schmidt, Digga. Ich selber meditiere mit 7 Steinen, bevor ich schlafen gehe. Dieser Kristall wird auch mit Krebsheilung in Verbindung gebracht. Mir Verbindung gebracht? Oh, schlau. Persönlich hat er bei emotionalen Tiefen sehr geholfen, da er auch das Nervensystem beruhigt. Diese gewissenslose Fee heißt übrigens Jasmin und hat über 300.000 Follower auf TikTok. Aber 140 Likes. Aua. Und sie hat relativ schnell zugesagt, für meine Marke zu werben, das heißt für Geld falsche Heilversprechen zu geben. Ich habe sie überall stehen, da sie sogar Elektrosmog von Geräten von einem... Ich muss da ganz gucken, ob das jetzt ein Unfall war mit dem Video. Wegleiten. Du musst darauf achten, dass deine Steine 100% echte Heilsteine sind. Meine Chakrasteine sind von einer sehr guten Seite, Zodiac Essential. Ich verlinke sie euch. Bei Zodiac Essential bestelle ich gerne wieder. Da habe ich auch meine Tarotkarten her. Hier, Jasmin, Fee, Alter. Ja, okay, bei ihr läuft nicht, trotz der ganzen Folge läuft nicht so krass.
Da ich es endlich lernen will, so kann ich mich mehr mit der Energie des Universums verbinden. Man muss sich einfach mal der Tragweite bewusst werden, was Jasmin hier gegenüber ihren Fans behauptet, über Steine, die ich ihr zugeschickt habe und wo ich mir alles ausgedacht habe. Sie behauptet, dass sie gut fürs Nervensystem wären, gut fürs Immunsystem wären, schon bodenlos, Digga. Smog fernhalten würden. Fertig, ich komm gleich! Und sogar Krebs heilen könnten. Zusammengefasst, sie lügt einfach für Geld. Auf süß. An der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Kein Stein dieser Welt kann das, was die Influencer hier behaupten. Bei körperlichen und psychischen Problemen... Ein Stein kann dir die Kehle einschlagen, dann hast du vielleicht weniger Probleme. Helfen nur wahre Experten. Alle Links dazu natürlich in der Videobeschreibung, denn da findet ihr die Hilfe, die ihr wirklich braucht, von echten Experten. Krass, dass Jasmin wirklich 1:1 das blind nachplappert, was in meinem Briefing drin steht. Wenn man sich aber noch mehr mit ihren Videos auseinandersetzt, dann stellt man sehr schnell fest, dass sie sowas öfter behauptet. Manchmal für Geld, aber manchmal auch einfach aus Überzeugung. Sei es Liebeskummer oder Misshandlung, heilt dieser Stein alle seelischen Verletzungen. Herr Na, wundert mich gar nicht, warum ihre Videos so wenig Aufrufe haben. Übrigens habe ich einen Rabattcode für diesen Stein in meinem Profil. Und ich habe gehört, er ist bald ausverkauft. Also überlegt's euch. Ich habe gehört, er ist bald ausverkauft, Bruder, was das für ein... Falls du Schlafstörungen oder eine Konzentrationsschwäche hast... Bruder, holy shit, dieses Bild. Das ist jedes Bild, das gefühlt immer. YouTube 2014, dieses Bild steht aus diesem Bild. Hast? Dann lass mich dir helfen. Wo ist diese Musik laut? Aua. Der Selenit. Der blaue Opal macht glücklich. Gutes tun willst. Solchen Aussagen strafbar. Man kann sagen, dass CreatorInnen auf jeden Fall die Verantwortung dafür tragen. Was für eine Brandenburg, Jungs! Sagen, dass CreatorInnen auf jeden Fall die Verantwortung dafür tragen, dass sie Werbung machen, die auch zulässig ist. Und unzulässig ist Werbung für solche Heilmittel, also jetzt mit medizinischem Bezug, wenn das entsprechende Produkt nicht entweder als Arzneimittel zugelassen ist oder als Medizinprodukt registriert ist. In jedem anderen Fall ist Werbung, die ein Heilversprechen mit medizinischem Bezug mit sich bringt, tatsächlich unzulässig. Und dafür sind die CreatorInnen verantwortlich. Neben der Strafbarkeit ist es auch moralisch mehr als fragwürdig, die Verzweiflung anderer auszunutzen. Menschen, die unter Depression oder Burnout, Beschädigung des Bewegungs... Burnout, Depressionen! ...Apparates, Krebserkrankungen oder Unfallverletzungen leiden, können oft von heute auf morgen nicht mehr arbeiten und haben dadurch kein Einkommen mehr. Und da es jederzeit passiert... Okay, jetzt kommt Werbung wie Klage oder sowas, ne? ...kann, dass man außer Gefecht gesetzt ist, sollte man sich frühzeitig abschließen und eine Berufsunfähigkeitsversicherung beziehen. Ja? Und am einfachsten geht das mit Klage. Oh, habt ihr gesehen, wie schlau ich bin? Meine Fresse, bin ich intelligent. Die zweite Influencerin, die mir auf den Leim gegangen ist, ist Tanja Makaritsch, die neue Freundin von Julienko. Julienko! Die ist in den letzten Monaten schon häufiger aufgefallen, zum Beispiel wegen der Werbung für illegalem Glücksspiel. El Gordo ist die größte Weihnachtslotterie auf der Welt. Die Gewinner sind bis zu 2,5 Milliarden Euro wert. Also wirklich unglaublich. Und ihr könnt es jetzt in Deutschland spielen, und zwar über Lottoland. Und wenn ihr denkt, holy shit, da war Emotion ganz woanders. Sie hat Emotionen ausgeschaltet, was ich meine. Körper nicht gefällt, dann hat auch da Tanja für dich die richtige Anlaufstelle. Die Nasenspitze. Ein bisschen angehoben und die Nase begradigt. Boah, wirklich Hammer. Einfach mit Hyaluron so ein bisschen reingetan. Wer zweimal so dreiste Werbung macht, der schreckt wirklich vor nichts zurück. Auch nicht vor einem dubiosen Online-Shop, der Esoterik-Sachen verkauft. Ich würde wirklich interessieren, wie viel Geld er gegeben hat. Sehr spannend, wenn das mal erzählt. Wie zum Beispiel diese tolle Klangschale. Die wurde gesegnet vom Schamanen Wilma Eierkraulen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ein Paket von Zodiac Essential bekommen. Jedenfalls, wie gesagt, glaube ich daran. Und es tut alles so weh, es tut alles so weh. Hier habt ihr dann auch noch so Chakra-Steine von Zodiac Essential. Und die erinnern mich total an die Malediven, weil wir sollten uns immer... Oh, Bruder, Digga! ...Steine aussuchen und die beim Meditieren jedes Mal bei uns tragen. Je nachdem, was wir uns für einen Stein ausgesucht haben. Jedes Mal, wenn wir uns einen Stein ausgesucht haben. Das ist eine bestimmte Körperstelle. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Das finde ich wirklich richtig schön. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Produkt und bucht für eine Menge Geld Tanja, dass sie dafür Werbung macht. Und da kommt das. Und dann verkauft sie den Zuschauern auch noch, wie authentisch sie ist, weil sie diese Steine schon so lange hat und so sehr liebt und immer benutzt. Und am Ende verwechselt sie den Stein. Weil das ist nicht der Rosenquarz, der sieht nämlich so aus. Was der auch macht zum Beispiel ist, peinlich. Der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Meiner Meinung nach sehr, sehr uncool zu behaupten, dass dieser Stein dich bei Depressionen stärkt. Cringe. Und dann noch zu behaupten, dass du diesen Stein immer hier hinlegst, um die Wirkung zu spüren. Und das, obwohl du ihn erst 24 Stunden vorher bekommen hast,
doppelt uncool. Also beim spirituellen Weg, finde ich, muss man immer seinen eigenen finden. Da helfen die Chakrasteine und die Chakrakarten sehr, sehr gut. Ich habe euch die extra mal hier so hingelegt und ich habe einen Code für euch. Oh, das ist wirklich, ich kann es nicht angucken, das ist so gottlos peinlich, Digga, real talk. Es ist... sind die ganzen kleinen Detektive da draußen auf TikTok und Instagram. Ihr habt nämlich alle Easter Eggs gefunden, die Tanja und ihr Management einfach übersehen haben. Und das hat Tanja dann auch früher oder später mitbekommen und hat sich auf Instagram nochmal geäußert. Ja, was soll ich euch sagen? Lustig. Also gut gemacht. Die findet so witzig. Holy shit, die ist witzig. Ja? Ich hab die Welt gestohlen. Ja, kannst du. Soll ich jetzt den Typen bannen? Ja. Wird mir so nicht mehr ankommen. Also kannst du machen, ja. Danke dir. Von dem Marvin und unserem Team hat er ein gutes Team hinter sich. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Schade, dass du... Was, hä? Für Geld lügst. Bruder, das ist... Ich aber leider ehrlich sagen, ich glaube an sowas. Ich glaube an Heilkristalle. Ich hatte die immer beim Schwimmen dabei. Ich kann mir sie irgendwie nicht anhören. Also gar nichts gegen sie, aber irgendwie... Ich werde richtig wütend, wenn sie redet. Rudern. Tanja versucht natürlich jetzt noch... Der Server wurde gehackt, wurde gekickt. Die Welt wird neu geladen, der wurde nicht gehackt, Nils. ...schnell die Räucherstäbchen aus dem Feuer zu holen. Blöd nur, dass das keine Räucherstäbchen sind, die sie da zeigt, sondern ein Salbe. Ach so! Es waren Fandioke. Ja, habe ich nicht an. Bei Bündel. Selbst ich weiß das. Ich glaube an sowas und ja. Muss man ihm lassen. Lustig und gut gemacht. Oh Bruder, sie findet so lustig. Oh mein Gott, die Jungs, die schiebt so Lachkick. Und hat er uns ranbekommen. Ich... Och Digga! Ich höre jetzt extra alles noch mehr aus. Und... Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist schon sehr, sehr witzig. Also, ja, sehr, sehr witzig. Ich sehe es in sein Gesicht. Du kriegst dich gar nicht mehr ein. Wir haben jetzt gerade die ganzen Einzelheiten bekommen und... mehr Bandflugkarte. Ja. Sehr, sehr witzig, wa? Ich bin ja nicht der Schamane. Bruder, Herr, das war so anders, das anzugucken. Wilma Eier kraulen und deswegen kann ich irgendwie nicht ihre Emotionen greifen. Ich weiß nicht, was sie wirklich meint. Sie sagt zwar, sie findet es mega lustig, wirkt dabei aber super salzig. Könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Was glaubt ihr denn, was geht in Tanjas Kopf vor? Erstens, sie findet es wirklich mega lustig oder... Nee. Zweitens, sie ist mega salzig. Ja. Oder drittens, wenn ihr selber nicht wisst, schreibt einfach mal Wilma Eier kraulen in die... Bitte nicht. Kommentare. Das waren die Videos zu Zodiac Essential. Ich hoffe, der Streich hat euch gefallen. Der war ein guter, der war einer der besten.